Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Kompaktmagazin. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin der Chefredakteur. Das ist unsere erste Veranstaltung in Berlin wieder seit 3 Jahren. Wir hoffen, dass wir uns hier etablieren können. Wir danken Ihnen, dass Sie den etwas weiteren Weg nicht gescheut haben, aber es ist ja auch ein Kompliment hier an die Wirtsleute. Griechisch-bulgarische Küche und griechisch-bulgarische Familie. Das heißt, wir sind Europa, wir haben nichts gegen Ausländer, sondern das christliche Europa hält zusammen gegen die Invasion aus Afrika und im Orient. Sie können auch nachher von der Küche Gebrauch machen. Wir haben ausgemacht, dass auch nach der Veranstaltung noch serviert wird. Und das würde die Wirtsleute sicherlich freuen. Wir sind zusammengekommen nicht zu einer Parteiveranstaltung, sondern es ist die Veranstaltung eines parteiunabhängigen Magazins namens Kompakt. Und wer die Geschichte unserer Zeitung verfolgt hat in den letzten Jahren, es gibt uns ja jetzt schon 9 Jahre, wird mitbekommen haben, dass wir auch gegenüber der AfD immer wieder kritisch waren, wenn es was zu kritisieren gab, etwa in den Zeiten von Bernd Lucke oder Frauke Petry. Diesen kritischen Geist und diese Unabhängigkeit wollen wir uns auch für die Zukunft bewahren. Dennoch haben wir jetzt am heutigen Abend 3 Redner aus der Partei mit einer Parteitradition eingeladen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil es in diesem Sommer und bei den Landtagswahlen keine andere Möglichkeit gibt, auch wenn man der AfD kritisch gegenübersteht, es gibt keine andere Möglichkeit, als die AfD zu wählen. Es ist keine Frage mehr der Parteipolitik. Da geht es nicht um ein Parteiprogramm. Wir sind in einer Lage, wo es schlichtweg um das Überleben des deutschen Volkes geht. Und alle, die noch deutsch bleiben wollen, müssen diese Partei wählen, die das Deutschsein verteidigt. Und da gibt es nur eine. Diese Wahlen, die uns bevorstehen am 1. September in Sachsen und Brandenburg, am 27. Oktober in Thüringen, ragen auch deswegen aus der Reihe der Wahlen der letzten Jahre hervor, weil es hier die einzigartige Möglichkeit gibt, dass in allen 3 Bundesländern die AfD zur stärksten Partei wird und alle anderen deklassiert, und diese Möglichkeit müssen wir nutzen. Jörg Urban in Sachsen, in Brandenburg Andreas Kalbitz und in Thüringen Björn Höcke haben das Zeug, laut Umfragen 25% und mehr zu bekommen. Um die Sache ein bisschen zu unterstützen, haben wir, der Zettel liegt bei Ihnen auf dem Platz, eine Kompakt-Sonderedition in die Druckerei gegeben, wird in Kürze erhältlich sein. Björn Höcke, Interviews, Reden, Tabubrüche, wo nur 1:1 Originalton von Björn Höcke drin ist, endlich unverfälscht und auch unkommentiert, auch von uns. Und wenn Sie jetzt in Ihrer Umgebung Leute haben, die sagen, naja, AfD passt mir nicht so, weil da gibt es ja diesen Höcke und der ist doch so ein halber ganzer Nazi, dann können Sie auf der Grundlage den Menschen sagen, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Lesen Sie im Original und lesen Sie nicht nur die Verkürzungen und Verfälschungen über Höcke in der Lügenpresse. Also ich glaube, zur Versachlichung der Diskussion
Und so haben wir es gedacht, ist das ein ganz guter Schritt. Ich darf ganz herzlich begrüßen in der Reihe des Publikums auch den Berliner Abgeordneten Kai Nerstheimer, der uns zu uns gefunden hat. Und natürlich haben wir ein tolles Podium. Die zwei Damen sind immer noch am Essen, aber um ihnen nicht zu viel Wartezeit zu machen, fangen wir schon ohne die zwei Damen an. Die kommen dann später dazu, die stelle ich auch später vor. Den Reigen wird beginnen der Herr, der jetzt schon hier neben mir sitzt, Dennis Augustin aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich darf sagen, der bisherige und aller Voraussicht nach auch der zukünftige Landesvorsitzende in MacPom. Ansonsten will ich keine großen Worte machen. Dennis Augustin, bitteschön. Ja, erstmal, lieber Jürgen Elsässer, von mir herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, zumal neben zwei so wundervollen Damen, die nun leider noch beim Essen sind, aber gleich kommen werden. Das ist mir eine wirkliche Ehre. Von mir, sehr verehrte Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen. Ich wurde gebeten, heute etwas zur Lage in Deutschland in diesem mörderischen Sommer zu sagen. Nun, der Sommer ist ja in diesem Jahr nicht ganz so heiß wie im letzten Jahr, aber dennoch muss ich sagen, drückt mir das Klima in diesem Sommer, in diesem Jahr doch mächtig aufs Gemüt. Es ist ein Klima, das kaum noch auszuhalten ist. Und ich meine nicht das meteorologische Klima, das angeblich durch den Menschen veränderbar ist, sondern ich meine das gesellschaftliche Klima in diesem Land. Ein gesellschaftliches Klima, das geprägt ist von Angst, von Resignation, von Lethargie auf der einen Seite und von Ideologisierung, von Unterdrückung und einer regelrechten Psychose auf der anderen Seite. Denn während Teile unserer Jugend verblendet und ich will ruhig sagen verblödet unter dem Beifall der Mainstream-Medien freitags die Schule schwänzt und gegen erdgeschichtlich immer wiederkehrende chemisch und physikalische Veränderungen in der Atmosphäre demonstriert und die Gesellschaft geradezu hysterisiert wird, verändert sich das Land. Und die da unterwegs sind, die merken überhaupt nicht, dass man ihnen gerade ihre Zukunft raubt. Die kapieren gar nicht, was hier gerade vor sich geht. Denen ist die Wahnvorstellung, der Mensch könne das Erdklima beeinflussen. Denen ist die Angst vor dem Anstieg des Meeresspiegels derart tief ins Gehirn getrieben worden, dass sie gar nicht mehr fähig sind, klar zu denken. Und derweil gibt sich der brave deutsche Bürger in sein Schicksal. Nehmen wir doch mal das Thema CO2. Ja, man muss das nur mal anhand von ganz simplen Zahlen sich vergegenwärtigen. Der Mensch ist also mit rund 3% des in die Atmosphäre gelangenden CO2 dabei. Also das heißt, der menschlich zu verantwortende CO2-Anteil liegt bei 3%. Und von diesen 3% werden rund 2,2% in Deutschland verantwortet. Das heißt, Deutschland ist für 0,00066% des weltweit in die Atmosphäre gelangenden CO2s verantwortlich. 0,0006%, das ist null. Und auf dieser Grundlage machen sich die grün-roten Öko-Fanatiker daran, dieses Land zu deindustrialisieren. Auf dieser Grundlage wird die Axt an den Individualverkehr gelegt, wird die Axt an die Automobilwirtschaft gelegt. Und wir dürfen letztlich nicht vergessen, dass die individuelle Mobilität
ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Wohlstands ist. Unser Wohlstand wäre ohne die individuelle Mobilität gar nicht denkbar. Und die Automobilbranche ist im Übrigen ja die bedeutendste Branche in Deutschland. Über 20% des Industrieumsatzes macht die Automobilindustrie und rund 8% des Bruttosozialprodukts ist auf dem Konto der Automobilbranche. Aber der Individualverkehr ist ja auch ein Grundpfeiler unserer Freiheit. Jedermann kann jederzeit überall hinfahren. Das war nicht immer so. Und zwar, er kann das allein machen. Ja, oder mit der Familie oder mit einem Freund. Man bewegt sich sozusagen im Automobil in einem vom Staat nicht kontrollierten Mikrokosmos. Und genau das ist das, was so den grünen Bolschewiki suspekt ist. Ja, die Leute waren ja schon immer dafür, die Menschen zusammenzufärchen, weil sie viel besser kontrollierbar sind. Und eine vollgestopfte Bahn ist ja am Ende auch viel besser kontrollierbar und auch die soziale Kontrolle funktioniert in vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln ja viel besser als im Individualverkehr. Und wenn man dann diese elende Heuchelei sich anguckt, da wird über ein Verbot von Inlandsflügen schwadroniert. Da wird über die ach so üble CO2-Bilanz des Flugverkehrs schwadroniert. Aber wer sind denn die Vielflieger? Wir haben es jetzt gerade wieder erlebt, da gibt es eine Ermittlung im Bundestag. Die Vielflieger, das sind die Grünen. Ja? Und das ist das grün-rote Klientel, das zum Eisessen nach Kalifornien fliegt oder mit dem Privatjet zur Klimakonferenz. Aber den Menschen ein schlechtes Gewissen einreden und ihnen die Mobilität rauben wollen, ja, am besten bauen wir dann wieder Autos, auf die man 20 Jahre warten muss und mauert das Land wieder ein, damit keiner reinkommt oder keiner rauskommt. Aber das Problem ist ja, die Leute wollen ja, dass Fremde hier reinkommen. Und neuerdings, wieder ein solcher völliger Witz, sind ja sogar Haustiere nicht mehr erwünscht, da ja auch die CO2 produzieren. Da wird dann also ausgerechnet, wie viel Kilometer Autofahrt also eine Katze oder ein Hund ist. Man fragt sich wirklich, was das für ein Land werden soll. Was soll das für ein Land werden? Und die Antwort ist, dieses Land ist bereits ein völliges Irrenhaus geworden. Und es verkommt zu einem Schwellenland. Wenn sich jetzt nichts ändert, ja, wenn der politische Kurs nicht um 180 Grad gedreht wird, dann werden unsere Kinder das noch erleben, dass Deutschland keine Industrienation mehr ist, sondern ein Schwellenland wird, an der Schwelle zu einem Entwicklungsland. Wir sind ja heute nicht mal mehr in der Lage, nur einen verdammten Flughafen zu bauen. In der Zeit bauen die Chinesen 10 davon. Oder nehmen wir mal das Mobilfunknetz. In jedem Drittweltland haben sie eine bessere Netzabdeckung als in Deutschland. Fahren Sie mal irgendwo auf eine thailändische Insel, da haben sie überall Empfang. Aber fahren Sie mal hier durch Mecklenburg-Vorpommern, da können Sie gar nicht telefonieren. Die Inder fliegen zum Mond. Die Chinesen fliegen zum Mond, nebenbei gesagt. Was für ein Irrsinn. Beide stehen mit zusammen rund 1,7 Milliarden Euro Entwicklungshilfe auf der Liste des Bundeswirtschaftsministeriums, des Bundesentwicklungshilfeministeriums ganz oben. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir? Die Bundeswehr hat kaum noch funktionierende Flugzeuge. Und selbst die Bundesregierung, die muss schon auf Linienflüge ausweichen, weil sie nur noch die Flugbereitschaft hat, die auf Schrottflugzeuge zurückgreifen muss, die gar nicht mehr von A nach B fliegen. Es ist wirklich ein Bild des Jammers, was sich hier heutzutage bietet. Die deutsche Technik, ja, deutsche Forschung, das ist alles längst nicht mehr führend in der Welt. Deutsche Ingenieure, ja, heute werden nach angelsächsischem Vorbild Bachelor ausgebildet. Ingenieure werden kaum noch ausgebildet. Und der Abgesang auf den Industriestandort Deutschland ist in vollem Gange. Wenn wir uns mal strategisch wichtige Forschungsgebiete angucken, da ist Deutschland überall nur noch Mittelmaß. Nehmen wir mal das Thema künstliche Intelligenz. Nehmen wir mal Raumfahrttechnologie oder IT-Innovation. Da ist Deutschland überall Mittelmaß. Die wirklichen Innovationen kommen aus den USA oder eben China. Hier hat man jahrelang schlichtweg verpennt, wichtige Weichenstellungen vorzunehmen, um unsere wirtschaftliche Entwicklung, aber auch den Wohlstand der zukünftigen Generation sicherzustellen. Hierzulande hat man sich ja vorgenommen, dass
Weltklima zu retten. Aber das, liebe Damen und Herren, wird sich für unsere Kinder noch ganz, ganz bitter rächen. Und dann komme ich noch mal zur Bundeswehr. Das war ja diesen Sommer auch Thema. Das ist ja mittlerweile, ist ja zu einer Karikatur einer Armee verkommen. Und nachdem man die Wehrpflicht ausgesetzt hatte und zur großen Demilitarisierung angesetzt hat, fährt man jetzt in den Kasernen und Übungsplätzen ja nur noch mit silbernen oder blauen Zivilfahrzeugen des Fuhrparkservice durch die Gegend und hat auch sonst kein funktionierendes militärisches Gerät mehr. Verteidigungsfähigkeit? Null. Und jetzt hat die Bundesregierung, jetzt hat die Bundeswehr mit AKK, diesem Merkel-Klon, ja nun wirklich noch die größte Geringschätzung und Erniedrigung erleben müssen, dass der Armee diese Frau als Verteidigungsministerin vorgesetzt wurde. Und da frage ich mich wirklich, was geht eigentlich in den Köpfen der Generale vor sich? Ist da irgendeiner mal, der seine Stimme erhebt oder der mal seinen Dienst quittiert und sagt, Leute, ohne mich, ich mache das so nicht mehr mit? Vergleichen wir doch einfach mal Verteidigungsminister anderer Länder mit unserer AKK. Es treibt einem die Schamesröte ins Gesicht. Und insbesondere die Tatsache, das muss man auch mal sagen, dass gerade die Grünen immer dabei sind, wenn unsere Soldaten mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit in alle möglichen Auslandseinsätze geschickt werden, da macht mich das wirklich wütend. Das sind diese Jahre, und ich habe es ja früher auch als in meiner Wehrpflichtzeit erlebt, es sind diese Leute, die vor Jahren durchgesetzt haben, dass man straflos Soldaten als Mörder diffamieren darf. Und diese Leute schicken jetzt unsere jungen Leute in alle Welt. Im Ausland sterben dürfen die Soldaten, das dürfen sie. Aber man darf natürlich nicht sagen, sie wären gefallen, weil das wäre ja zu pathetisch. Die müssen also im Ausland ganz ordinär sterben, wie einer, der hier zu Hause bei uns im Verkehr umgekommen ist oder vom Blitz erschlagen worden. Diese Heuchelei und diese Bigotterie widert mich nur noch an. Das Allerschlimmste aber, das wirklich das Allerschlimmste an der heutigen Situation ist, dass wir unser Land verlieren. Und zwar in einem atemberaubenden Tempo. Und dass unser Volk Opfer seiner Gutmütigkeit und der jahrzehntelangen Erziehung zu Toleranz und Pazifismus wird. Schauen wir uns nur die immer neuen Gewalttaten an, die über unser Volk hereinbrechen, die unser Volk über sich ergehen lassen muss. Wie ein Fluch ist eine Welle der Gewalt über unser Volk hereingebrochen. Wie eine Geißel ist die Belästigung, die sexuelle Nötigung, die Vergewaltigung über unsere Frauen, über unsere Töchter und über unsere Mütter hereingebrochen. Durch junge Männer aus Afrika, durch junge Männer aus dem Vorderen Orient. Und wer kann mir Fälle vor 2015 berichten, in denen junge, in denen Kinder vor einfahrende Bahn ins Gleisbett gestoßen wurde? Wer kann mir Fälle vor 2015 nennen, in denen Menschen auf offener Straße mit einem Schwert abgeschlachtet wurden? Und wer kann mir nennen Fälle vor 2015, wo die Polizei mit Großaufgeboten in Freibäder einrücken musste? Nein, das hat es so vor 2015, vor der durch die Altparteien geförderten und geduldeten, wenn nicht gar gewollten Massenmigration nicht gegeben. Dieses Land versinkt in Gewalt und die Menschen haben Angst. Ja, wir verlieren den öffentlichen Raum. Wie oft hört man das? Man traut sich nicht mehr in den Park zu gehen, man traut sich abends nicht mehr raus, man traut sich nicht mehr ins Freibad zu gehen, man traut sich hierhin nicht zu gehen, dahin nicht zu gehen. Die Menschen haben Angst. Das ist aber ein Vorgang, der zeigt, dass wir unser Land verlieren. Ja, wir geben den öffentlichen Raum auf, wir ziehen uns in das Private zurück, weil die Fremden eine Gewalt in unser Land importieren,
Und ich will das mal kurz belegen, auch wenn Statistiken ja manchmal langweilig sind, aber das BKA veröffentlicht regelmäßig Lagebilder zur Kriminalität im Kontext mit Zuwanderung. Das ist abrufbar auf der Netzseite vom BKA. Und hier handelt es sich um aufgeklärte Fälle. Das heißt, die Dunkelziffer ist noch sehr, sehr viel höher. Aufgeklärte Fälle mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer. Wobei die Zuwanderer in dieser Statistik, also Asylbewerber, Schutzberechtigte, Kontingentflüchtlinge sind oder Menschen mit Duldung oder mit unerlaubtem Aufenthalt. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, Straftaten gegen das Leben, also Mord, Totschlag und so weiter, 2014, wohlgemerkt, nur durch Zuwanderer 122, 2018 430. Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung, also alles, was mit sexueller Belästigung, sexueller Nötigung, Vergewaltigung zu tun hat, 2014 949, 2018 6046, also mehr als versechsfacht. Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, 2014 18.000, 2018 über 73.000 aufgeklärte Fälle mit tatverdächtigen Zuwanderern. Bei allen Straftaten sind übrigens die Syrer ganz vorne dabei. Und jetzt komme man mir nicht wieder mit der billigen Nummer, ich würde diesen Menschen die Menschenwürde absprechen und ich würde mich verfassungsfeindlich äußern. Ein Teil dieser Leute, die in unser Land eingedrungen sind, terrorisieren unser Volk. Diese Leute, die vorgeben, vor Krieg und Gewalt geflüchtet zu sein, bringen in Wahrheit Gewalt in dieses Land, und zwar eine archaische Gewalt und ein Maß an Verrohtheit, wie es in unserem Land seit Jahrhunderten nicht mehr denkbar ist. Und natürlich gibt es auch Friedliche unter diesen Leuten. Natürlich gibt es auch friedliche, gewaltfreie unter diesen Schutzsuchenden. Aber warum muss unser Volk durch Leid, durch Tote, durch Verletzte herausfiltern, wer von diesen Leuten friedlich und wer gewalttätig ist? Warum muss unser Volk das erleiden? Der Staat hat die Pflicht, die Bevölkerung zu schützen. Der Staat hat die Pflicht, die Bevölkerung vor dieser Gewalt zu schützen, und er tut es nicht. In Wahrheit nimmt der Staat, nämlich die staatstragenden Parteien, das alles einfach nur hin. Und wir verlieren unser Land, weil der Staat nicht handelt. Und deswegen brauchen wir endlich einen grundsätzlichen Politikwechsel. Wir brauchen eine schnelle Rückführungspolitik. Wir brauchen endlich eine effektive Remigrationspolitik, und zwar in richtigem Umfang, der dieses Elend für unser Volk beendet. Aber in Wahrheit ist dieses Land Lichtjahre davon entfernt. In Wahrheit ist dieses Land längst komplett neurotisch. Man muss eigentlich sogar sagen, psychotisch, denn der Neurotiker weiß meistens um sein Leiden. Man hat den Menschen jahrzehntelang lauter Schuldgefühle für Vergangenes eingebläut. Man hat den Leuten jahrzehntelang Scham für ihren Wohlstand eingeprügelt. Und das aber hat zur Zerstörung des Selbstwertgefühls der Menschen geführt. Und daraus ist wiederum mittlerweile regelrechter Selbsthass entstanden. Und nun fühlt man sich plötzlich verpflichtet, alles zu retten. Den Euro, die Flüchtlinge, den Weltfrieden, den Teichmolch, den Grasfrosch, den Mistkäfer, aber nur nicht sich selbst. Nur nicht sich selbst. Man ist bereit, alles zu retten. Alles. Aber man ist nicht bereit, das eigene Volk, die eigene Kultur, die eigene Lebensweise zu retten. Das linksgrüne Klientel, im Gegenteil, mit seinem abstoßenden Hypermoralismus, fühlt sich noch gut dabei, dem gemeinen Deutschen sogar gegenüber höher stehend.
wenn man die eigenen Lebensinteressen aufgibt. Aber nicht nur moralisch höher stehend, man fühlt sich geradezu allmächtig. Man fühlt sich ja sogar imstande, die Erdtemperaturen beeinflussen zu können. Man fühlt sich imstande, das Klima verändern zu können und kann das auch noch genau berechnen. In so und so vielen Jahren, um 1 Grad, um 2 Grad. Das muss man sich mal vorstellen. Diese ganze grüne Freakshow ist der Albtraum für unser Land. Das ist der Albtraum für Europa, das ist der Albtraum für unsere Kultur und das ist der Albtraum für eine abendländische Kultur und ein abendländisches Europa. Und daher gilt es jetzt dagegen zu halten. Daher heißt es jetzt, alles zu mobilisieren und vor allem endlich eine breite parlamentarische und außerparlamentarische Opposition zu schmieden, die diesen Albtraum endlich beendet. Denn für mich steht eines fest. Mir ist es mit Verlaub scheißegal, ob sich das Klima ändert und dieses Land in 200 Jahren zur Hälfte unter Wasser steht, wenn hier nur noch Moslems leben. Mir ist wichtig, dass mein Sohn in Frieden, in Freiheit und in Wohlstand in einem christlich-abendländischen Deutschland, in einem europäischen Europa leben kann. Dafür kämpfe ich und dafür kämpfen wir. Dankeschön. Vielen Dank, Dennis Augustin. Unsere nächste Rednerin hat einen weiten Weg hinter sich. Sie ist eigentlich Landtagsabgeordnete in Stuttgart, hat eigens für diese Veranstaltung ihren Urlaub im schönen Tirol unterbrochen und ist hierher geflogen. Ganz eigentlich kommt sie aber aus Thüringen, ist ein Thüringer Mädchen. Bravo! Und stellt ihre östlichen Talente jetzt im Schwabenland in den Dienst der Rettung der westlichen Bundesländer vor der Islamisierung. Auch innerhalb der AfD hat sie großen Mut bewiesen. Sie hat im November, Dezember letzten Jahres einen Aufruf gestartet für die Einheit der Partei. Alternativ bleiben war der Slogan, um sich eben gegen diese Ausschließerei von verdienten Parteimitgliedern zu wehren. Hat dann in diesem Kontext auch eine große Veranstaltung gemacht im Februar im schwäbischen Burladingen. Und das alles übrigens entgegen der Gerüchte, die die Lügenpresse streut, das alles übrigens ohne Auftrag oder auch Rückendeckung von Flügel oder von Björn Höcke, sondern nur als aufrechte Frau aus dem Volke, die Partei für das Volk erhalten will. Begrüßen Sie mit mir. Begrüßen Sie mit mir Christina Bauer. Vielen Dank, lieber Jürgen. Muss ich das noch ein bisschen anders anschauen? Nur möglichst nah. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Einleitend zu meinem Vortrag möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick auf unsere Parteigeschichte aus meinem persönlichen Erleben geben, um dann zum eigentlichen Thema, die AfD und der Verfassungsschutz, überzuleiten. Meine diesbezüglichen Schlussfolgerungen beruhen unmittelbar auf meinen Erkenntnissen aus dieser Entwicklung. Mindestens einmal am Tag, wenn ich die Zeitung lese, denke ich,
dass ich inzwischen auf einem anderen Planeten lebe. Mit diesem Satz begann ich meinen letzten Leserbrief, der vor etwa 4 Wochen veröffentlicht wurde. Dabei ging es nicht, wie Sie vielleicht jetzt gerade denken werden, um Migration oder hohe Kriminalitätsraten, sondern um Kritik an einer Leistungsnivellierung im Sport. Es ging um die Frage, ob Völkerball zu Mobbing führe, weil sie dort, wie eben bei jeder anderen Sportart auch, bessere und schlechtere Sportler gibt. Ich übte Kritik an der zunehmenden kommunistischen Gleichmacherei, die inzwischen in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu finden ist. Schon viele Jahre vor Gründung der AfD beschäftigten mich die unterschiedlichsten Entwicklungen in unserer Republik, die ich teilweise für äußerst kritisch und fehlgeleitet hielt. Das ständige Absenken des Leistungsniveaus durch die kollektive Orientierung an den Schwächeren der Gesellschaft, nur damit sich diese nicht benachteiligt fühlen, ist nur ein Beispiel dafür. Kein einziges Parteiprogramm entsprach mehr meinen Vorstellungen und politischen Überzeugungen, sodass ich die Entstehung einer vernunftorientierten neuen Partei geradezu herbeisehnte. Im April 2013 wurde ich nach Studium des AfD-Programms sofort Mitglied und war Mitbegründer unseres Kreisverbandes in Main-Tauber. Partei des gesunden Menschenverstandes, Mut zur Wahrheit, Mut zu Deutschland, das waren Schlagwörter in den Anfangsjahren, die viele Mitglieder begeisterten und eine unglaublich schnelle Entwicklung der Partei zur Folge hatten. Das gemeinsame Ziel, auf parlamentarischen Wege gravierende Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft vorzunehmen, schweißte Personen unterschiedlichster Herkunft und verschiedenster Charaktere zusammen. Wir waren eine Gemeinschaft. Alle investierten ehrenamtlich Zeit und Geld, um die AfD voranzubringen. Viele Mitglieder waren zuvor noch nie in einer Partei, so wie ich auch. Und waren vor allem auch deshalb mit Enthusiasmus dabei, weil uns die Parteigründer eine offene und streitbare Meinungs- und Diskussionskultur versprochen hatten. Dieses Freiheitsversprechen, das Ausbrechen aus der vorgegebenen politischen Korrektheit, wollten sich die Mitglieder nie mehr nehmen lassen, was zur Abwahl von Bernd Lucke und Frauke Petri führte, die in einem eigenartigen Sinneswandel Kritik an verschiedenen Entwicklungen plötzlich nicht mehr zulassen wollten. Die Abwahl von Bernd Lucke war wie ein Befreiungsschlag und führte nach einem kurzen Tief zu einem enormen Zuwachs in der Wählergunst. Die AfD-Basis hatte es geschafft, ihre Gründungsideale zu bewahren. Trotz vermehrter Angriffe, Diffamierungen und Verächtlichmachungen wuchs unsere Bürgerbewegung und wurde zu einer ernstzunehmenden Partei. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die etablierten, härtere Geschütze auffahren würden. Im Sommer 2018 hieß es dann plötzlich, Entschuldigung, im Sommer 2016 hieß es dann plötzlich, dass die identitäre Bewegung Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachtet wird, und ich schrieb damals einen Leserbrief dazu. Auszüge aus der Veröffentlichung lese ich Ihnen vor. Zitat: In der Begründung zur Beobachtung las ich, die IB wendet sich gegen Multikulti-Wahn, unkontrollierte Massenzuwanderung und den Verlust der eigenen Identität durch Überfremdung. Nach dieser Begründung müssten wahrscheinlich mindestens 50% der Bevölkerung beobachtet werden. Auch ich natürlich, denn auch ich lehne die Entwicklung Deutschlands zu einer multikulturellen Gesellschaft mit den entsprechenden Risiken für die innere Stabilität und Sicherheit vehement ab. Für die von Frau Merkel eigenmächtig herbeigeführte ungesetzliche Massenzuwanderung wird sie hoffentlich eines Tages zur Verantwortung gezogen werden. Damit
damit sollte nun auch dem letzten Zweifler klar geworden sein, dass der Verfassungsschutz zur Einschüchterung Andersdenkender benutzt wird und somit ein Instrument zur Erhaltung der politischen Macht in Deutschland darstellt. Zitat Ende. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass die Beobachtung der IB letztendlich eine Art Vorstufe zur Beobachtung unserer Partei war. Denn schließlich vertritt die AfD in Bezug auf die Gründe, die damals wegen der Beobachtung genannt wurden, die gleichen Ansichten. Um mir selbst Gewissheit zu verschaffen, ob ich mit dieser Einschätzung richtig lag, stellte ich eine kleine Anfrage nach den Straftaten der identitären Bewegung. Mit dem Ergebnis, dass in einem Zeitraum von 2012 bis Oktober 2016 6 Straftaten registriert wurden, davon 5-mal Sachbeschädigung in Form von Farbschmierereien und 1-mal Volksverhetzung in Form des Anbringens von Aufklebern. Das war alles. Von da an war mir vollkommen klar, so wie es jedem anderen aufmerksamen Beobachter hätte klar sein müssen, dass man nur auf den geeigneten Zeitpunkt und den geeigneten Anlass warten würde, um mit ähnlicher Begründung gegen die AfD vorzugehen. Es wäre also genügend Zeit gewesen, um eine geeignete Abwehrstrategie auszuarbeiten. In meinem Umfeld habe ich bei jeder Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz kommen wird. Doch niemand schien es zu glauben. Die hektische und kopflos scheinende Reaktion des Bundesvorstandes und auch vieler Landesvorstände nach der Ankündigung der Einstufung unserer Partei als Prüffall und die Nennung zahlreicher führender Köpfe im Verfassungsschutzgutachten zeigte mir, dass viele Personen in den Führungsebenen noch nicht verstanden hatten, dass wir mit allen Mitteln bis zum Niedergang bekämpft werden sollen. Niemand würde freiwillig mit uns kuscheln, sollten wir uns auch noch so moderat geben. Denn es wurden im Gutachten gerade auch Namen von solchen Mitgliedern genannt, die sich selbst innerhalb der Partei als moderat bezeichneten. Der Verfassungsschutz machte keinen Unterschied. Wie konnte man sich nur einer solchen Illusion hingeben? Eilig wurde ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben und eine Arbeitsgruppe Verfassungsschutz bestehend aus 5 Personen eingerichtet. Man wollte dem Verfassungsschutz die Arbeit abnehmen und selbst die Mitglieder aufspüren, die sich vermeintlich extremistisch äußerten, um Ordnungsmaßnahmen gegen diese zu verhängen. Man glaubte anscheinend tatsächlich damit, die Behörde zufriedenstellen und eine Beobachtung abwenden zu können. Es gab Empfehlungen, unliebsame Reizwörter wie Überfremdung oder Umfolgung in Zukunft zu vermeiden. Anpassung an die von den Altparteien vorgegebene politische Korrektheit war plötzlich angesagt. Denunziationen und Stigmatisierungen vieler aktiver Mitglieder standen fortan auf der Tagesordnung und führten zu zahlreichen Parteiausschlussverfahren. Es war für einige Führungskräfte nun sogar die Möglichkeit gegeben, kritische Mitglieder aus der Partei zu drängen und sich damit unliebsamer Konkurrenten zu entledigen. Schon mit der Erringung der ersten Mandate beobachtete ich durch ein damit aufkommendes Konkurrenzdenken den Verlust des anfänglichen innerparteilichen Zusammenhalts. Es standen plötzlich nicht mehr so sehr die gemeinsamen Ziele, umso mehr der Erhalt des eigenen Mandates im Vordergrund. Diese Entwicklung wurde durch die Ermunterung zur Denunziation durch die Arbeitsgruppe VS verstärkt. Weite Verunsicherung machte sich in den Kreisverbänden breit und wir wurden als Opposition insgesamt leiser. Die vielen guten Reden in den Landtagen und im Bundestag fanden keinen Weg in die Öffentlichkeit, aber dafür die Skandale der verschiedenen Parteiausschlussverfahren.
Wir selbst, nicht der politische Gegner, lieferten der Presse die negativen Schlagzeilen, die wie ein Geschenk für die Altparteien wirkten. Dazu kamen die verschiedenen Spendenskandale, die uns, ohne eine Wertung dieser vorzunehmen, unsere moralische Überlegenheit über unsere Gegner verlieren ließen. Das schlechte Ergebnis der Europawahl hatte ich in Greding bereits vorausgesagt. Roland Hartwig, der Leiter der Arbeitsgruppe VS, bewertete in seinem Vortrag mit dem Titel »Wer schützt uns selbst vor dem Verfassungsschutz?« beim Institut für Staatspolitik interessanterweise die Arbeit des VS wie folgt. Einige Auszüge lese ich vor. Zitat: Der freundlich klingende Begriff Verfassungsschutz darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hinter ihm ein Inlandsgeheimdienst verbirgt, auf Bundesebene, aber auch bei den Ländern, gesteuert oftmals von den Innenministern. Ein Verfassungsschutz, der sich auf seine Kernaufgabe beschränkt, die Demokratie vor ihrer Abschaffung zu schützen, ist im besten Fall nützlich, weil erfolgreich, und im schlechtesten Fall überflüssig, weil überhaupt nicht gefordert. Das ändert sich aber schlagartig, wenn der Verfassungsschutz seine Kernaufgabe verlässt und sich von den herrschenden Kräften politisch instrumentalisieren lässt. Ein solcher Verfassungsschutz ist im besten Falle erfolglos, im schlechtesten Fall aber eine große Gefahr für die Demokratie selbst. Im Ergebnis muss ich leider feststellen, dass der Verfassungsschutz sein eigentliches Aufgabenfeld verlassen hat, selbst eine politische Linie verfolgt und sich dabei auf die Seite der aktuell etablierten Politik gestellt hat. Das ist rechtswidrig und undemokratisch. Zitat Ende. Herr Hartwig bestätigt somit meine Einschätzung, die ich bereits im Sommer 2016 in meinem Leserbrief äußerte. Ich wiederhole sie noch einmal. Zitat: Der VS wird zur Einschüchterung Andersdenkender benutzt und stellt somit ein Instrument zur Erhaltung der politischen Macht in Deutschland dar. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wir können tun und lassen, was wir wollen, wenn es die da oben, übrigens auch so ein Begriff, der inzwischen als verfassungsfeindlich angesehen wird, wenn es die da oben so beschließen oder vielleicht schon beschlossen haben, werden wir als Partei vom Verfassungsschutz beobachtet und schlimmstenfalls sogar verboten werden. Deshalb möchte ich den Bundesvorstand an dieser Stelle dringend dazu auffordern, diese Arbeitsgruppe VS aufzulösen, um die gegenseitige Bespitzelung endlich zu beenden. Und damit die Partei wieder zu befrieden. Herr Hartwig sollte inzwischen bereits selbst zu dieser Erkenntnis gelangt sein. Im Gegensatz dazu sollten wir Denunzianten durch Ordnungsmaßnahmen in die Schranken weisen, vor allem, wenn sie mit der uns feindlich gesonnenen Presse zusammenarbeiten. Auch sollten wir nicht länger versuchen, unser Agieren im Hinblick darauf auszurichten, welche Wirkungen es in der Presse erzielen könnte. Denn die gesamte Mainstream-Presse arbeitet sowieso gegen uns. Wir dürfen uns weder unsere Wortwahl noch unser Handeln vom politischen Gegner diktieren lassen. Wir sind einzig und allein der Wahrheit verpflichtet. Geben wir diesen Grundsatz auf, ist das nicht nur Verrat an unseren Wählern, sondern auch Verrat an unseren Mitgliedern, die für unsere gemeinsame Sache Verrat an unseren Mitgliedern, die für unsere gemeinsame Sache aufopferungsvoll eingetreten sind. Und da es wahr ist, dass die anhaltende massenhafte Migration über kurz oder lang die Deutschen zur Minderheit im eigenen Land werden lässt, deshalb müssen wir das wiederholen. Am besten jeden Tag, an jedem Ort, bis es der Letzte verstanden hat. Applaus
Und ob wir diese Wahrheit als Bevölkerungsaustausch, Umvolkung oder als schleichenden Genozid am deutschen Volk durch die Einwanderungspolitik der Grünen bezeichnen, so wie ich es bereits im Januar 2015 öffentlich getan habe, das lassen wir uns weder von den Altparteien noch von der Presse und auch nicht vom Verfassungsschutz vorschreiben. Genau diese Deutlichkeit in den Aussagen hören wir von den Ostverbänden. Auch deshalb haben wir dort bereits so großen Zuspruch bei den Wählern. Denn die Wahrheit wird immer deutlicher sichtbar. Der Flügel mit seiner Führungsfigur Björn Höcke wurde vom Verfassungsschutz zum Verdachtsfall erklärt. Und hat es der Partei geschadet, wie die Vertreter der alternativen Mitglieder immer behaupten? Nein. Nach den letzten bekannt gewordenen Umfragen steht die Thüringer AfD bei 24%. Unsere politischen Gegner unterscheiden nämlich nicht nach guten und schlechten AfD-Mitgliedern. Sie haben nur ein Ziel, die AfD zu bekämpfen, bis sie wieder verschwindet. Und das dürfen wir nicht zulassen. Unsere Wähler wollen eine geschlossene Alternative für Deutschland und vor allen Dingen dieses Land, unsere Heimat Deutschland, braucht eine geeinte AfD, denn wir sind tatsächlich die letzte Chance auf parlamentarische Veränderungen und die letzte Hoffnung unzähliger Menschen unseres Volkes. Wir sind allesamt unbescholtene Bürger, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dem Teil des Volkes, das nicht mehr gehört wird, wieder eine Stimme zu geben. Niemand von uns will die Demokratie beschädigen und deshalb brauchen wir auch keine Angst vor dem Verfassungsschutz zu haben. Bieten wir ihm genauso die Stirn wie allen Deutschlandabschaffern. Denken wir dabei an das Zitat von George Orwell. Er sagte: In Zeiten universeller Täuschung ist das Aussprechen von Wahrheiten ein revolutionärer Akt. Enden möchte ich mit dem Satz aus dem AfD-Gründungsprogramm von 2015, der mich bewog, auf der Stelle Mitglied zu werden. Zitat: Wir setzen uns dafür ein, dass auch unkonventionelle Meinungen im öffentlichen Diskurs ergebnisoffen diskutiert werden, solange die Meinungen nicht gegen die Werte unseres Grundgesetzes verstoßen. Bleiben wir diesem Grundsatz treu. Lassen wir auch unkonventionelle Meinungen in der Partei zu, denn die freie Meinungsäußerung gehört zum höchsten Gut einer Demokratie. Die Unfreiheit der Menschen beginnt mit dem Verlust der Meinungsfreiheit. Bitte vergessen Sie das niemals. Vielen Dank. Vielen Dank, Christina Baum. Die Atmosphäre im Raum heizt sich auf. Ich darf jetzt begrüßen eine Rednerin, die beinahe hauchdünn Bundesvorsitzende der AfD geworden wäre auf dem Bundesparteitag 2017, sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Georg Pasterski geliefert hat, die Delegierten zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat, danach in Schleswig-Holstein gute Arbeit im Landtag, im Bund, im Landesvorstand gemacht hat, aufgrund seltsamer Vorgänge dann ein Parteiausschlussverfahren bekommen hat. Das Landesschiedsgericht hat das Parteiausschussverfahren zurückgewiesen.
Der Bundesvorstand hat das Parteiausschlussverfahren auf die nächsthöhere Stufe vor das Bundesschiedsgericht gehoben. Und trotz dieser ganzen Vorgänge hat sie das Unglaubliche geschafft, nämlich sie wurde vor kurzem als Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein wiedergewählt. Ein Beispiel dafür, dass sich die Atmosphäre in der Partei, die zwischenzeitlich abgekühlt war wegen Verfassungsschutzängsten, wieder stabilisiert hat, dass sich die gesunden Kräfte der Offensive wieder zusammengefunden haben. Und dafür war das Vorbild und der Mut von Doris von Zeil-Wittgenstein von außergewöhnlicher Bedeutung. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Kann man mich hören? Okay. Vielen Dank. Ich bin nicht so groß. Vielleicht brauche ich irgendwann auch mal einen Tritt, wo man drauf treten kann. Bevor ich beginne, vielen Dank für den netten Empfang, möchte ich mich bei meinen lieben und treuen Freunden aus dem nördlichsten Bundesland bedanken, die heute den weiten Weg auf sich genommen haben. Meine lieben, treuen Freunde und Unterstützer aus Schleswig-Holstein, ich bitte um einen extra Applaus. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute zu dem Thema der Osten leuchtet hier sprechen darf, als Wessi, nicht als Besserwissi, das hatte ich nicht vor. Lassen Sie mich meinem kleinen Beitrag das Motto voranstellen: Vom Osten lernen. Nun, was lernen wir von unseren Landsleuten in den neuen Bundesländern? Haben Sie Streit, Uneinigkeit in Thüringen, Sachsen und Brandenburg bemerkt? Ich nicht. Unsere Parteifreunde dort gehen unbeirrt ihren Weg und werden damit trotz Querschüssen und hetzerischen Presseartikeln immer erfolgreicher. So stelle ich mir politische Arbeit vor. Einigkeit macht stark. Es gibt aber noch etwas, das unsere Landsleute im Osten von uns unterscheidet. Es ist die noch frische Erinnerung an Unterdrückung und den Kampf um die Freiheit. Es steht uns aus dem Westen daher nicht zu, unsere westlichen Maßstäbe anzulegen. Unsere Landsleute im Osten haben auch einen ganz anderen Geschichtsunterricht als wir genossen. Im Osten ging es um ein wissenschaftliches Geschichtsbild, darum ein wahrhaft nationales Geschichtsbild zu vermitteln, das der nationalen Grundkonzeption der deutschen Arbeiterklasse entsprach und den Entwicklungsweg der menschlichen Gesellschaft, vor allem des deutschen Volkes, wissenschaftlich richtig zu erkennen und parteilich einzuschätzen. Außerdem sollten Lehren aus der Geschichte gezogen werden, um die Gegenwart besser zu verstehen und als Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik und damit als Pionier der deutschen Nation bewusst mitzugestalten. Im Gegensatz dazu wird im Westen ein Geschichtsbild vermittelt, das, ich zitiere, schon die Jugend lernt, mit Deutschland Negatives, ja Böses
zu assoziieren und dass sie lernt, sich an einen Gedanken zu gewöhnen. Deutschland hat eigentlich kein historisches Lebensrecht. Zitat Ende. Ich möchte hier auf die ausgezeichnete Rede von Dr. Mark Jongen, die er hierzu im Deutschen Bundestag am 5. April diesen Jahres gehalten hat, verweisen, der ich dieses Zitat entnommen habe. So etwas gab es in der DDR nicht. Als ab Mitte der 1950er Jahre vertrat sie die Debellationstheorie vom Untergang des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945, und damit hatte sich für sie auch eine Diskussion über etwaige Verantwortlichkeiten, die in Zusammenhang mit dem Deutschen Reich standen, erledigt. Der deutsche Staat im Osten entwickelte sich dann vom versprochenen Arbeiterparadies in eine Richtung, in der andere Ansichten, die den Zielen des Sozialismus entgegenliefen, unterdrückt und ihre Vertreter politisch verfolgt wurden. Diese Erfahrung prägte Jahrzehnte und bestimmte und bestimmt auch heute noch das kollektive Bewusstsein unserer Landsleute im Osten. Sie wissen, wie Unfreiheit und Unterdrückung schmecken, und es wundert daher nicht, dass sie sich gegen Bevormundung und Unterdrückung wehren, dass aber auch Propaganda und Hetze auf unfruchtbaren Boden fallen. Dies erklärt auch, warum die AfD in den neuen Bundesländern so erfolgreich ist. Die Wähler dort haben verstanden, das AfD-Programm steht für eine Lösung, die eine Alternative in der politischen Entwicklung unseres Volkes und unseres Landes bietet. Es muss daher konsequent gegen jede Widerstände verfolgt werden. Insofern gewinnt natürlich der Kampf um den Begriff des Volkes und zwingend die Rolle des Verfassungsschutzes Bedeutung. Noch vor Jahren sah es das Bundesverfassungsgericht als Aufgabe der Politik an, die Identität des deutschen Volkes zu erhalten. Es deutet sich aber an, dass unser höchstes Gericht dem Volk eine Absage erteilen möchte, obwohl der Begriff des Volkes prägend für unser Grundgesetz ist. Müssen wir das hinnehmen? Ich möchte Ihnen hier die Ausführungen des ausgewiesenen Fachmannes für solche Fragen in unserer Partei, Herrn Dr. Hartwig, Frau Baum hatte eben schon auf ihn verwiesen, ans Herz legen. Er hat beim Institut für Staatspolitik eine Rede gehalten, in der er unter anderem ausführt, ich zitiere: Das Grundgesetz geht von einem deutschen Nationalstaat aus, der durch die deutsche Nation und ihre Kultur geprägt ist und keinesfalls multikulturell ausgerichtet ist oder sein muss. Die relative ethnisch-kulturelle Homogenität ist nicht freiheitsfeindlich, sondern im Gegenteil freiheitsfreundlich und die Grundlage der meisten europäischen Nationalstaaten, die sich nach der Überwindung monarchischer Strukturen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten. Dementsprechend hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich festgestellt, dass die Wahrung der geschichtlich gewachsenen nationalen Identität und die Verhinderung einer multiethnischen, multikulturellen Gesellschaft und damit die Verhinderung einer Überfremdung Ziele seien, die als solche nicht gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Zitat Ende. Das Grundgesetz und seine Vorstellung von Volk ist so nach auf eine relative ethnisch-kulturelle Homogenität ausgerichtet. Die Forderung nach Selbstbestimmung
Im Rahmen dieser grundgesetzlichen Vorgaben entspricht sogar unserem Grundgesetz, deswegen unter behördlichen oder gar politischen Beschuss zu geraten, bedeutet, dass diejenigen, die sich hiermit hervortun, den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schon lange verlassen haben. Sie! Sie müssen wir als Feinde unserer Werte erkennen. Noch weitgehender sind Vorstellungen, wonach der Nationalstaat aufgelöst gehöre. Und auch die Kanzlerin hat sich in der Vergangenheit auf einem Kirchentag ähnlich geäußert. Solchen Bestrebungen ist unbedingt Einhalt zu gebieten. Warum? Ich möchte, dass wir uns das Wort des großen Liberalen Ralph Dahrendorf zu Herzen nehmen, der sagt, ich zitiere, wer den Nationalstaat aufgibt, verliert damit die bisher einzige effektive Garantie seiner Grundrechte. Wer heute den Nationalstaat für entbehrlich hält, erklärt damit, sei es auch noch so unabsichtlich, die Bürgerrechte für entbehrlich. Zitat Ende. Genau das ist es, was unsere Landsleute in den neuen Bundesländern umtreibt und weswegen sie sich auch nicht mit der Keule der politischen Korrektheit einschüchtern lassen. Es geht um das Recht, sich als Deutscher frei am demokratischen Diskurs beteiligen zu können. Und dieses Recht ist so bedroht wie nie. Nicht ohne Grund sagen viele, sie fühlten sich wie in einer DDR 2.0. Das müssen wir ernst nehmen. Dieses Gefühl der Unfreiheit wird durch den Verfassungsschutz, dessen ehemaliger Präsident jetzt auch schon in den Geruch der Radikalität gerät, noch angeheizt. Und ich möchte gern wissen, ob unser Grundgesetz wirklich gilt oder ob es nur noch auf dem Papier steht. Man hat mir vorgeworfen, auch innerparteilich, dass ich kritisch zum Verfassungsschutz stehe. Das stimmt. Wer das Menschenrecht auf Freiheit und das Streben nach Freiheit mit einer Erdscheibe vergleicht, hat die Gefahren, die unsere Werte bedrohen, nicht erkannt und sollte keine Politik machen. Ist es denn schon verboten, sich kritisch zu äußern, weil Abwehrrechte des Bürgers gegen staatliche Allmacht in Rechte des Staates zur Überwachung seiner Bürger pervertiert werden? Leben wir wirklich in einer Zeit, in der ein angeblicher Verstoß gegen politische Korrektheit eine Meinungsäußerung schon wie ein Verstoß gegen grundgesetzliche Vorgaben behandelt wird? Der Publizist Henrik Broder hat den Begriff der politischen Korrektheit in seiner ihm eigenen Art sehr treffend wie folgt formuliert. Ich zitiere: Er ist eine leere Kiste, in die jeder reinlegen kann, was er für unangebracht, böse, beleidigend oder gefährlich hält. Alles, was den sozialen Frieden bedrohen könnte, wobei dies, der soziale Friede, wiederum etwas ist, das nicht dem Frieden dient, sondern die Meinungsfreiheit bedroht. Zitat Ende. Und Teile der Presse beteiligen sich auf geradezu schamlose Weise daran, den Korridor bürgerlicher Freiheitsrechte immer weiter einzuengen und den Geist von Repression anzuheizen. Ich bin deshalb froh, dass es Medien wie Kompakt gibt, die sich nicht dem Druck beugen und mutig
für Freiheitsrechte einstehen. Danke. Danke, Herr Elsässer, und danke, dass Sie mir Gelegenheit geben, hier meine Meinung zu äußern. Ich möchte zum Schluss noch einen Artikel von Wolfgang Hübner aufgreifen, in dem er ausführt, dass der Staat uns gekündigt hat. Hübner sieht es so, und ich pflichte ihm bei, ich zitiere: Der Vertrag zwischen den Bürgern und dem Staat lautet nämlich ganz nüchtern: Die einen zahlen Steuern und entwaffnen sich, der andere sorgt für die technische und soziale Infrastruktur sowie mit dem Waffenmonopol für den Schutz im Innern und nach außen. Der Staat in seinem jetzigen Zustand bricht den Vertrag in jeder Weise. Denn die Infrastruktur ist in vielen Bereichen marode und sowohl innen wie nach außen kann von einem glaubwürdigen Schutz keine Rede mehr sein. Das Zitat geht noch weiter. Die Tatsache, dass es noch keine Mehrheit unter den Bürgern Deutschlands gibt, die das ebenso begreift, ändert für diejenigen, die den wahren Zustand des Staates begriffen haben, nichts an ihrer Erkenntnis. Zitat Ende. Diejenigen, die den Missstand erkannt haben, müssen AfD wählen. Die anstehenden Wahlen sind in meinen Augen die letzte Möglichkeit, den Weg in den Abgrund aufzuhalten. In dem Sinne, möge der Osten bei den anstehenden Landtagswahlen leuchten und mit gutem Beispiel vorangehen. Danke. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass dieses schöne Deutschland vor die Hunde geht. Und was mir in diesem Sommer Optimismus macht, außer der Tatsache, dass sich die AfD wieder in der Offensive befindet, ist unser Freund und Kamerad Matteo Salvini. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Videos auch bekommt. Salvini letzte Woche am Strand. Ja. Lotta delle spiagge, der Kampf an den Stränden. Also Salvini macht praktisch, er ist ja Innenminister, ja. Er könnte sich ja auch im Büro verkriechen. Aber Salvini sagt, ich gehe dahin, wo die Menschen sind, wo meine Landsleute sind, da gehe ich hin. Und dann siehst du in dem Video, typisch italienischen Strand, und da ist dann so eine Musikanlage aufgebaut und Salvini ist dann hinter dem Mischpult und mit nacktem Oberkörper. Er ist ja jetzt nicht so, er ist ja jetzt kein Waschbrettbauch, sondern eher Waschbärbauch. Aber macht ja nichts, ja? Er zeigt sich dem Volk um den Hals die Kette mit dem Kreuz. Und dann ist er da am Mischpult und legt da die neuesten italienischen Hits auf. Die Leute tanzen, ja, im Bikini, im Tanga, hast du nicht gesehen. Und dann, mitten im Tanz, mitten in der Musik, spielen die italienische Nationalhymne ein. Und das müsst ihr gesehen haben, der ganze Strand, diese jungen Leute, wo man denkt, das ist reines Partyvolk, die singen die italienische Nationalhymne mit. Fratelli d'Italia. So stelle ich mir populäre, populistische Politik vor. So muss Gas gegeben werden.
Und der Salvini ist der größte Gegenspieler zu dieser Merkel-Diktatur, die von Deutschland aus über ganz Europa ausgebreitet werden soll. Das ist der Mann, der Kontra gibt. Und ich sag's euch, wenn ich das sehe mit dieser Carola-Rakete, ja, schon wieder so eine hässliche Deutsche, die die ganze Welt gegen uns aufbringt. Also ich schäme mich, dass die den gleichen Personalausweis oder Pass hat wie ich. Ich habe keinerlei deutsche Solidarität mit dieser Antideutschen, sondern ich will, dass diese Rakete endlich, anstatt bei uns in Talkshows dummes Zeug zu reden, in den italienischen Knast kommt. Das soll sie hin. Ich bringe das italienische Beispiel jetzt nicht nur zur Erheiterung oder zum Mut machen, sondern weil es auch mit dem Thema des heutigen Abends zusammenhängt, wie können wir diesen Zug, der unser Land, unser Volk zerstören wird, noch zum Stoppen bringen. Und da ist einfach Italien und Salvini und seine Partei Lega ein sehr gutes Beispiel. Wir müssen uns das anschauen. Die hatten 2013 noch 4% und stiegen 2018 bei den nationalen Wahlen auf 17%. Bei den Europawahlen im Mai dieses Jahres waren sie schon bei 32%. Jetzt haben sie in den Umfragen 36%. Und natürlich hat Salvini jetzt die Chance genutzt, mit dem Strand im Hintergrund die Regierung platzen zu lassen und Neuwahlen anzusetzen. Und da werden sie durchmarschieren und Salvini wird der neue italienische Premier. Und wie hat er das erreicht? Natürlich, man kann auch Party machen ohne Inhalt. Aber bei Salvini hat es ja einen Inhalt. Die klare Sprache. Niemals käme die Lega auf die Idee, so eine Kommission einzurichten, welche Worte man nicht verwenden darf. Distanzeritis, das gibt es da gar nicht. Die großen Erfolge der Lega in den Regionalwahlen der letzten 12, 14 Monate wurden alle im Bündnis errungen. Das heißt, die Lega hat oft gemeinsame Listen erstellt mit zwei anderen Parteien, nämlich einerseits mit der Berlusconi-Partei, die ja auch so Mitte rechts ist, und andererseits mit einer kleinen Rechtspartei, die nennt sich Fratelli d'Italia. Und da sind viele Enkelkinder von Mussolini drin. In einem Fall, ich glaube in Friaul, sind die da durchmarschiert, ja, alte linke Hochburg, früher kommunistische Hochburg. Dann haben sie da 48% zusammengekriegt. Und die Lega hat den Posten vom Provinzgouverneur selbstverständlich diesen Fratelli gegeben. Ja, also das wäre so, wie wenn heute, was weiß ich, in Sachsen die AfD in die Regierung kommt und dann schenkt sie einen Ministerposten an Poggenburg. Also das ist so ein lässiger Umgang, ja, dass man eben sagt, die Partei ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Volk. Das Volk ist der politische Souverän. Und die Partei kann immer nur der Türöffner sein für das Volk. Erst kommt das Land und das Volk, dann kommt die Partei. Und ganz zum Schluss kommt der Einzelne mit seinen persönlichen Ambitionen. So muss die Reihenfolge sein. Wir haben im Grunde zwei Modelle, wie die Linksregierungen. Wir haben ja in Deutschland eine Linksregierung, muss man deutlich sagen, die nominell ist die Kanzlerin CDU, aber es ist eine Linksregierung, wie die Linksregierungen von der Macht vertrieben werden können. Das eine Modell ist das österreichische Modell und das andere Modell ist das italienische Modell. Das österreichische Modell, Koalition ÖVP, FPÖ, bedeutet,
Die Patrioten machen ein Bündnis mit den alten Konservativen. Man hat gesehen, dass das nicht gut gelaufen ist. Und zwar schon bevor die ÖVP und Kanzler Kurz diese Ibiza-Intrige gegen den Strache ziemlich sicher mit eingefädelt haben. Schon vorher ist die FPÖ bei den Wahlen wieder runtergegangen, weil der Kurz, dieser Schaumschläger, alle Erfolge der FPÖ bei der Grenzsicherung auf sein Konto zugeschlagen, gut gebucht hat und hintenrum wieder alles konterkariert hat, indem er doch wieder neue reingeholt hat. Ja? Also dieses österreichische Modell, auf Deutschland übertragen, eine blanke Koalition AfD-CDU, sehe ich nicht als erfolgsträchtig an. Es besteht die große Gefahr, dass die AfD gefressen wird. Das andere Modell im Gegensatz zum österreichischen Weg ist eben der italienische Weg. Der italienische Weg beruht darauf, dass die Altparteien vollständig zerstört werden. Und auf der Grundlage, auf den Trümmern der Altparteien entstehen neue Formationen. Und was im Augenblick, jetzt bis gestern, die italienische Regierung gebildet hat, war ja die Lega und die Fünf Sterne. Also eine neue Rechtspartei, und die Fünf Sterne sind ja so eine Art, man kann schwer sagen, Querfrontprojekt, könnte man sagen, ja, oder so eine eierlegende Wollmilchsau. Aber auf jeden Fall was Neues mit vielen ehrlichen Leuten. Und ich glaube, dahin müsste es auch in Deutschland kommen, dass über den wuchtigen Vorstoß ehrlicher Parteien und ehrlicher Politiker die Altparteien so in die Defensive getrieben werden, dass sie ausfransen und sich aufspalten. Und die Chance ist jetzt bei den Wahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg unheimlich groß. Und zwar, wenn ihr die CDU anschaut, alle Leute von der CDU, die ihr im Bekanntenkreis habt, müsst ihr kontinuierlich bis zum Wahltag bearbeiten, und dafür habt ihr viel bessere Chancen als in den Jahren vorher. Warum? In den Jahren vorher, die ganze Zeit, hat die CDU, natürlich auch die CDU-Anhänger, einen bequemen Ausweg gehabt. Die haben gesagt, okay, wir machen große Koalition, wir wollen nichts mit den Linken und Grünen zu tun haben und mit der AfD schon gar nichts. Wir machen große Koalition, dann geht alles weiter wie bisher. Aber dieser bequeme Ausweg ist der CDU jetzt versperrt, weil die SPD einfach runtergerutscht ist auf das Niveau in Sachsen von einer Splitterpartei. Das heißt, der Ausweg Große Koalition funktioniert nicht mehr. Die CDU hat nur noch die Möglichkeit, wenn sie in die Regierung will, auf ein CDU-AfD-Bündnis hinauszugehen oder sich mit Grünen oder sogar Linken ins Lotterbett zu legen. Das reine CDU-SPD-Bündnis reicht nicht mehr. Und auf der Grundlage könnt ihr zu jedem CDU-Wähler sagen, was möchtest du? Möchtest du, dass deine Partei irgendeine Regierung bildet mit den Grünen oder den Linken? Und dass dann in Leipzig oder Potsdam oder Magdeburg oder Erfurt Zustände eintreten wie in Frankfurt, Stuttgart und im Ruhrgebiet? Willst du das, CDU-Wähler? Oder willst du deinen Idealen, wo ja auch Familie dazugehört, wo Sicherheit dazugehört, wo sichere Löhne dazugehören, willst du deinen Idealen treu bleiben? Dann musst du, auch wenn du die AfD nicht magst, dieses Mal die AfD wählen. Weil nur wenn die AfD sehr, sehr viel stärker wird als die CDU, wird die CDU davon abzuhalten sein, in Sachsen, in Brandenburg oder in Thüringen mit Grünen oder Linken in eine Koalition reinzugehen. Der wichtigste Punkt bei diesen Wahlen ist das Rüberziehen der CDU-Wähler, der bisherigen CDU-Wähler zur AfD. Und dann hat man eine Position der Stärke. Und dann
wird sich in der CDU was tun? Weil natürlich wird Angela Merkel und Frau Kramp-Karrenbauer alles dazu tun, eine auch geschwächte CDU in das Bündnis mit Grünen und Roten zu zwingen. Und die Basis wird dann sagen, Moment mal, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Dann schlägt die Stunde des Volkes und der außerparlamentarischen Bewegung im Bündnis mit der parlamentarischen Opposition. Das ist meine feste Überzeugung. Rein parlamentarisch werden wir die Sache nicht stoppen können. Man braucht die außerparlamentarische Bewegung. Und für mich ist das beste Beispiel die Stimmung, die wir Ende August, Anfang September 2018 in Chemnitz hatten. Nach dem Mord an Daniel Hillig durch einen Asylbewerber hatten wir innerhalb weniger Stunden, fortgesetzt über mehrere Tage, eine Mobilisierung von Tausenden und Zehntausenden. Und zwar nicht angeregt durch Partei, sondern aus dem Volk raus, vor allem von den bösen Fußballfans. Die sind auf die Straße gegangen und haben einen ganz instinktiven, humanitären Reflex zugunsten des erschlagenen, erstochenen Landsmannes Daniel Hillig gezeigt und dadurch eine Stimmung hervorgerufen, die an den Herbst 1989 erinnert hat. In dieser Lage hatte Anfang September 2018, nach dieser Chemnitzer Mobilisierung, hatte die AfD die besten Umfrageergebnisse. Über 18% bundesweit. Und als dann leider in der AfD einige zu viel Angst bekommen haben und sich abgesetzt haben von den außerparlamentarischen Gruppen, dann begann der Niedergang, der jetzt, Gott sei Dank, gestoppt und wieder in einen Aufschwung übergeführt worden ist, weil einfach die Lage zu drückend ist und die Leute sehen, egal wie gut oder schlecht die AfD ist, sie ist der einzige Ausweg und ich muss das jetzt machen. Also, die Einheit der patriotischen Opposition, vielleicht muss man auch sagen, Patriotismus ist ein großes Wort. Es geht im Augenblick gar nicht mehr nur um Patriotismus, es geht um nackte Selbstverteidigung. Die gehen uns an die Kehle. Wenn wir diese Mordserie im Juli mit unglaublichen Vorfällen, ohne jede Reaktion, bei Stillschweigen der Politik, bei Verschweigen der Medien Revue passieren lassen, müssen wir sagen, wir sind einem Mordfeldzug ausgesetzt, bestimmter Teile der zu uns gekommenen Kriminellen. Und in dieser Lage muss die Opposition zusammenhalten. Wir haben die parlamentarische Bewegung, AfD. Wir haben die außerparlamentarische Bewegung, wie Pegida. Wir haben freie Gewerkschaften, die der AfD nahestehen, aber nicht Partei sind, wie das Zentrum Automobil bei Daimler-Benz mit 15%. Wir haben die freie Medien, geführt von Kompakt. Und wir haben die neue Freie Deutsche Jugend in Gestalt der Identitären Bewegung. Einen Finger kann man brechen, aber fünf Finger sind eine Faust. Deswegen gilt Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland und die AfD und die gesamte Opposition. Vielen Dank.